herzlich willkommen wieder bei Youngwell TV. Heute haben wir den Auftakt zum SKS NRW Cup in Beckum und den ersten Lauf des Rheinland Mountainbike Cups in Koblenz. Beim Auftaktrennen zum SKS NRW Cup in Beckum zeigte sich der Mai von seiner besten Seite. Der flache Kurs stellte keine besonders technischen Anforderungen an die Fahrer, aber die vielen kurzen Rampen zehrten an den Kräften der Fahrer. Max Friedrich vom Ergon 24-Stunden-Racing-Team konnte sich als Cup-Zweiter den vergangenen Jahres in die erste Startreihe einreihen. Nach einem guten Start befand er sich bis zur zweiten Runde in der Spitzengruppe mit Sebastian Srautzner und Fabian Brzezinski auf Podiumskurs. In der Verfolgungsgruppe Sebastian Mortmüller. Unglücklicherweise schlitzte Max sich an einem herausstehenden Nagel den Hinterreifen auf. Nach dem Laufradwechsel stürzte er noch. Es dauerte einige Zeit, bis er wieder in Tritt kam. In der vorletzten Runde zwang ein erneuerter Plattfuß Max wieder zu einem Zwischenstopp. Als Vorletzter rollte Max dann kopfschüttelnd über die Ziellinie. Sebastian Srautzner vom Bergteam Germany gewann souverän das Rennen vor Fabian Brzezinski von fabosport.de und Seppel Mortmüller von Bad Salzstedt Racing. Na Max, da wärst du wohl besser an diesem Tag im Bett geblieben. Im Senioren-1-Rennen gewann Ralf Kröger vor Sven Pieper und Thomas Brinks. Bei den Elite-Damen siegte Sandra Gockert von dem Holländerin Hilke Elfering und Kim Frieling. Die Bambini-Rennen waren natürlich wieder ein Highlight des Tages. Bei den U7-Damen triumphierte Sophie Pabich von Nina Ehl. 3, 2, 1, stopp! Auf geht's! Auftakt zum Rheinland Cup in Koblenz. Am 29. Mai startet in Koblenz der Rheinland Mountainbike Cup, in Bonne organisiert. Am Stadion Oberwerth hat die Veranstalter eine mit künstlichen Hindernissen gespickte Strecke aufgebaut. Hochsommerliche Temperaturen und Sonnenschein erfreuten Zuschauer und Fahrer. Raus aus dem Flieger und raus aufs Rad, so kommentierte Kim Tefaute von Ergon 24 Stunden Racing Team sein Rennen in der Masters 1 Klasse. Auch wenn er die Wochen in Asien nicht auf dem Bike trainiert hatte, wollte er doch bei seinem Heimrennen zeigen, wo es lang geht. Also gab Kim direkt vom Start an Gas und fuhr mit den Top-Junioren Michael Bonnekes, dem dreifachen deutschen Meister, an der Spitze. Die ständigen Antritte und der Druck auf einen langen Geraden ließen keine Zeit zur Erholung. Nachdem der Bonner in den eckigen Passagen verloren hatte, fuhr er allein weiter und konnte so seinen ersten Saisonsieg einfahren. Markus Willemsen und Richard Glatz komplettierten das Podium. Pierre Sabatz wurde nach einem schweren Trainingssturz noch guter Fünfter. Der Ergon-grüne Benny fiel leider nach einem technischen Defekt aus. Und der Rheinland Cup-Organisator Bonne vom Poison Falke Prototyping Team hatte bei den Masters gewonnen. Am Tag zuvor siegte er bereits beim 2-Stunden-Rennen in Bochum, wo er gemeinsam mit Sven Pieper vom Team Burn Baby ein Team bildete. Er verwies Clemens und Stefan auf die Plätze und konnte sich auch in dieser Rennserie das Liga-Trikot überstreifen. Die zweite Rennwurst hast du dir ja jetzt aber auch verdient, Bonne. Bei der Deutschen Meisterschaft am kommenden Samstag hofft er auf eine Platzierung unter den ersten fünf, wobei die supersteile Strecke Albstadt ein klarer Fall für die Leichtgewichte ist.
übermächtiger Favorit ist hier Erik Hünlein vom Team Scott Wein, aber auch der ehemalige deutsche Europa- und Weltmeister Martin Hollerbach vom Team Marin steht neben Ex-Meister Matthias Ball auf der Meldeliste. Der amtierende deutsche Meister Joachim Öxner vom Ghost Racing Team hat sicher auch ein Wörtchen mitzureden. In der Juniorenwertung hat Dominik Hoffmann im Sprint einen Reifenstärke-Vorsprung vor Alexander Gläser. Oliver Weckert wurde Dritter. Im Elite-Damenrennen drückte Dani Bergholt vom Lactat Express ordentlich ihre Schlappen auf die Pedale und gewann das Rennen mit 40 Sekunden Abstand zur zweiten Judith Mallmann. Luisa Möser komplettierte das Podium. Bei den Junioren erreichte Samira Mäder vom Team Bekort Rad und Entfern hinter den überragenden fahrenden Hanna Traupe als zweite das Ziel. Trotz dieser Superleistung übernahm sie während des Elite-Rennens auch noch die Aufgabe des Kamerakindes. Herzlichen Dank dafür! Auch bei den Elite-Herren war ein Fahrer vom Ergon 24-Stunden-Racing-Team dabei. Max Friedrich testet zum ersten Mal sein neues 2011er Grand Canyon CF Team Edition. Er setzte sich schon in der ersten Runde mit Matthias Frohn und vom Team Berg und Marc Odrosek vom Team Stork von dem Rest des Feldes ab. Auf dem flachen Kurs wechseln sie sich ständig mit der Führung ab. Die technischen Teilstücke bilden eine tolle Verbindung mit dem sonst doch sehr einfachen Kurs. Auch Max bemerkte nach 20 Minuten Renndauer einen Defekt. Wegen eines defekten Tubeless-Ventils verlor sein Hinterrad Luft, doch durch das enorme Volumen der X-Kings 2,4 fiel das bei den vielen Sprüngen und dem Asphaltgeraden auch bei 0,6 Bar Restdruck kaum auf. Nur in den Kurven bereitete es ihm Probleme. Das war dann auch der Grund, dass Max die Attacken von Matthias und Marc in den vorletzten Runden nicht mitgehen konnte. Matthias Frohn gewann das Rennen von Marc Odrosek. Max rollte als Dritter über die Ziellinie. Und da hinten sehe ich doch, glaube ich, ja, ist er richtig. Nicht falsch gesehen, aber richtig gedacht. Max Friedrich auf Platz 3. Hat er nur seine Startnummer angepasst. Hat man ihm doch besser mal die 1 gegeben. Die Form stimmt und das Problem mit dem Reifen bekommen wir bis zur deutschen Meisterschaft nächstes Wochenende auch noch hin, berichtete uns Max nach dem Rennen. In der U23-Klasse gewann Merida Schulte-Pilot Danny Neumann vor Hendrik Hoffmann und Marvin Schmidt. Am nächsten Wochenende starten Benny, Trevor und Kim vom Ergon 24-Stunden-Racing-Team beim 24-Stunden-Rennen in München. Parallel dazu ist im Albstadt die deutsche Meisterschaft im Cross-Country. Ein Saison-Highlight für Max. Dort wird er den Meistertitel nach 2009 wieder zurückholen. Ich gehe jetzt erstmal auf Klassenfahrt nach Frankfurt an der Oder. Urlaub ist also angesagt. Deshalb dauert die Sendung nach der deutschen Meisterschaft etwas länger. Bis dann. Ciao.